Wir kommen jetzt zum zweiten Preisträger des Fairness-Initiativpreises, das ist Foodwatch. Und Sie sehen hier die Startseite von Foodwatch. Und ich weiß nicht, von hinten werden Sie ihn wahrscheinlich nicht identifizieren können, den Gründer und Geschäftsführer von Foodwatch. Das ist jener Herr dort mit dem blauen Hemd, der von rechts, Dr. Bode, Dr. Thilo Bode, einigen sicherlich auch bekannt, als früherer Direktor, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, dann von Greenpeace International, der 2005 diese Organisation neu ins Leben gerufen hat. Und wie Sie sehen, hat er auch ein Buch herausgegeben, Die Essensfälscher, das gut läuft, im Moment auf der Spiegel-Bestsellerliste steht und auch hinten erworben werden kann. Im Moment hat Foodwatch einen guten Lauf, da die ARD eine schöne Themenwoche Essen ist Leben veranstaltet, die zwar schon länger geplant war, aber sie passt ja wunderbar zu Foodwatch. Foodwatch bekommt den Preis überreicht von Dr. Marc Schmidt-Neuhaus, der auch sehr viel Affinität zum Thema hat, nicht nur, weil er seit vielen Jahren Vorsitzender des Beirats des Wellnessverbandes ist. Er ist von Hause aus auch Sportmediziner, Allgemeinmediziner, Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Psychoanalyse. Er hat den Gesundheitspark in München konzipiert und ärztlicherseits geleitet über viele Jahrzehnte und damit ein renommiertes, international renommiertes Projekt auf die Beine gestellt, das ein integratives Konzept gefahren ist, nicht aufspaltende Disziplinen, sondern zusammenzuführen, sehr wichtig. Und er ist auch, wenn ich mich nicht irre, ich muss mal gerade auch sehr engagiert in der Vorbeugung, in der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da sind wir jetzt ganz nah beim Lebensmittelthema, denn ich glaube, die Nahrung hat dort eine sehr große Relevanz für dieses Thema. Begrüßen Sie mit mir zunächst Dr. Thilo Bode. Und Dr. Marc Schmidt-Neuhaus wird nun die Urkunde, die Preisurkunde für die Preisvergabe verlesen. Das Kuratorium der Fairness-Stiftung verleiht den Fairness-Initiativpreis 2010 an Foodwatch e.V. Vertreten durch den Gründer und Geschäftsführer Dr. Thilo Bode für seinen Kampf gegen Unfairness und die Verschleierungstaktik der Lebensmittelindustrie und ihrer Lobbys sowie für seinen Kampf zugunsten von mehr Transparenz und Qualität im Lebensmittelsektor und für eine stärkere Rolle aufgeklärter Verbraucher anstelle getäuschter Konsumenten. Zahlreiche Aktionen und Medienkampagnen haben bereits Erfolg gezeigt und politische Instanzen unter Druck gesetzt. Zu unser aller Wohl. Entscheidend für Foodwatch ist die Unabhängigkeit vom Staat und vom staatlich gestützten Verbraucherschutz. Denn der Staat ist nicht konsequent. Seine eigenen Verbraucherschutzgesetze im Lebensmittelbereich zum Wohl der Verbraucher überhaupt durchzusetzen, geschweige denn die Gesetzgebung zum Wohle aller Verbraucher zu betreiben. Viel zu oft spielen Interessen der Lebensmittel- und Vermarktungsindustrie eine wichtigere Rolle oder können mehr Einfluss auf die Rahmenbedingungen ihres eigenen Marktes nehmen. Daher ist es richtig, dass Foodwatch als politisch aktive Organisation die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Sinne der Verbraucher ändern und für eine glasklare und einfache Transparenz im Lebensmittelmarkt sorgen will. Die Auseinandersetzung mit der Politik des Staates ist dabei unumgänglich. Und nur mit Kampagnen lässt sich von unten her etwas bewegen. Daher verzichtet Foodwatch auf staatliche Gelder und ist auf ideelle und finanzielle Unterstützung durch Verbraucher angewiesen.
Wem eine unabhängige Verbrauchervertretung am Herzen liegt, findet hier eine passende Gelegenheit. Foodwatch leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Unfairness der Politik und der Lebensmittelindustrie gegenüber den Verbrauchern, damit es im Lebensmittelmarkt zu mehr Fairnessqualität kommt. Daher gebührt dem Verein Foodwatch der Fairness-Initiativpreis 2010. Dr. Schmidt-Neuhaus, Herr Kopray, verehrte Damen und Herren, im Namen des gesamten Foodwatch-Teams freue ich mich über den Preis und bedanke mich sehr. Wir sind sehr angerührt, weil der Streit für Verbraucherrecht ist ein politischer Streit und es findet in einer konfliktreichen Zone statt. Und dass man angefeindet wird, gehört zum Tagesgeschäft. In so einer Situation öffentliche Unterstützung von renommierten und anerkannten und ehrlichen Personen und Organisationen zu bekommen, ist für uns lebenswichtig. Vielen Dank.